Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jono und heute habe ich wieder ein kleines Unboxing für euch. Und da das Produkt auch schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, werde ich es auch versuchen kurz zu halten. Es geht um die Insta360 One X2. Ich bin sehr gehypt auf das Gerät. Wie gesagt, gibt es schon länger auf dem Markt und ich habe schon einige Videos und so weiter dazu gesehen. Ja, die neue RS2 da, die war mir ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich mir gesagt, ich hole mir einfach die hier. Ja, mit 5,7K Auflösung, denke ich mal, sollte das mit 50 FPS auch eigentlich ganz gut was hergeben. Dazu habe ich mir direkt noch den 3 Meter Selfie-Stick dazu geholt. Ergänzend natürlich zu meinem ganzen anderen Action-Kamera-Zubehör. Ich habe ja auch neulich erst ein Video dazu gemacht zum Zubehör. Deswegen packen wir den hier mal aus. Das Zubehör, was ich im letzten Video erwähnt habe, kann man natürlich auch mit dieser Action-Kamera hier verwenden. Ne? Kommt das da mal raus. So, jetzt haben wir es. So. Und dann haben wir hier auch schon den Stab. Ja, da ist hier oben schon mal so eine Kappe drauf. So, zack. Und dann sehen wir da auch schon, das ist so eine 1/4 Zoll Schraube. Und dann sind hier die einzelnen Maße auch nochmal drauf. 1,20, 1,240 oder 3 Meter. Da kann man das dann entsprechend ja, daran erkennen, wie weit man das Ding ausgefahren hat. Ja, und ich krieg's hier auf keinen Fall komplett ins Bild, aber ihr seht es vielleicht so. Man kann es ziemlich weit, also wie gesagt, ganze 3 Meter halt ausfahren. So, bevor ich jetzt mal was runterschmeiße, fahre ich das mal wieder zusammen. Ja. Theoretisch könnte man hier oben. Na? Theoretisch könnte man hier auch nochmal so einen anderen normalen Insta360-Stab ranschrauben und dann hat man einen noch längeren Selfie-Stick. Also das wäre ganz krass, ja. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Mal gucken, vielleicht biegt sich das auch dann zu sehr und ist dann nicht mehr unsichtbar. Dann wäre das natürlich auch nicht mehr so wirklich nutzbar. Aber möglich wäre es auf jeden Fall. So, also. Hier ist noch so ein Sticker dran. Do not screw on the camera by your ND. Okay. Dann machen wir den ab. Ja. Perfekt. So. Dann ist hier noch so ein Disclaimer. Okay, After Sales Service, alles klar. Und ein Qualified Zertifikat mit Stempel drauf. So, gut, dann legen wir das Ganze hier mal zur Seite. So, haben wir wieder ein bisschen Müll produziert. Und dann kommen wir jetzt mal zur ja, One X2 und packen die halt dann einmal jetzt hier aus. So, schade, dass die hier noch nicht solche, ja, Pfeile haben oder sowas, wie bei DJI zum Beispiel, dass man das dann einfach so an der Box aufmachen kann, wo man dann kein Messer mehr dafür braucht. Aber das ist ja nur ein Meckern im Detail. Genau, kommen wir hier zur Sache. Voilà. Jo. Tatsächlich größer als gedacht irgendwie. Ich habe noch mein iPhone daneben. So. Na, ist schon. Also, ich habe jetzt ein iPhone 12. Und ist schon auf jeden Fall größer als gedacht. Ich habe gedacht, es wäre ungefähr so groß. Ja. Die Kamera. Naja. Gut, dann sind hier jetzt noch so kleine Schutzfolien oben drauf. Die ziehe ich mal ab. Wunderbar. So. Und diese Linse, aus jedem Blickwinkel sieht die ein bisschen anders aus. Ne? Schön lustig irgendwie.
So. Dann haben wir hier auf dem Display auch nochmal eine kleine Schutzfolie, machen die auch nochmal ab. Und dann haben wir unten auch die weibliche oder das weibliche Einviertel Zollgewinde. Auf der Seite haben wir auch noch ein paar Hinweise. Pull out the battery first, insert micro SD. Ja, ziemlich großer Akku tatsächlich. Und da ist dann auch der Micro SD-Karten-Slot. Genau. So, dann packen wir das mal da rein. Gut, können wir den machen. Ist tatsächlich ein bisschen Saft drauf und fährt hoch. Und tatsächlich sehen wir auch schon direkt ein Bild. Und ja, Akku ist aber sehr schwach. 5,7K 30 FPS. Dann kann man das hier halt am Bildschirm auch alles direkt so einstellen, wie man das haben möchte. So, aber dazu wollen wir jetzt gar nicht weiter eingehen. Das soll ja nur ein kurzes Video sein. So, Accessory Box. Was haben wir hier noch drin? Zack. So. Ein USB auf USB Typ C Kabel. Dann haben wir... Oh. Scheint wohl eine kleine Tasche zu sein. Das ist natürlich gut. Dann zerkratzen die Linsen nicht unbedingt. Ja, in der Tat, eine kleine Tasche ist dabei. Da stecke ich die dann hier auch gleich mal rein. Jetzt gucken, wie das fittet. Wunderbar. Top. Dann kann man das. Dann fliegt das nicht so komplett schutzlos da rum. Ansonsten haben wir hier noch Quick Start Guide, Warranty Card und so weiter. Also das ganze Papierkram halt, wie man es kennt. Noch ein Aufkleber, finde ich auch cool. Ansonsten kennt man das ja fast nur von Apple. Und ein Putztuch scheinbar. Hier so ein kleines Mikrofasertuch. Ganz ehrlich, auch angemessen, dass die das damit beilegen. Habe ich so auch noch bei keinen anderen Herstellern so richtig gesehen. Also GoPro, Apple und so weiter. Endlich braucht man so ein Putztuch ja bei fast jedem Gerät, ne? Deswegen, genau. Ansonsten war es das, ist da nicht mehr drin. Haben wir es quasi durch. Ja, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Ja, sehe ich die Zeit? Oh, doch knapp 10 Minuten. Mal gucken, ob wir das noch zurechtschneiden können. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Feierabend oder einen schönen Tag oder einen schönen guten Morgen, wann ihr das auch immer guckt. Das war's mit dem Video. Macht's gut. Euer Jono. Bis bald. Ciao.